Ja, Leute, zuschauen, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video, ich habe es euch versprochen, kommt Part 2 der Turmreihe. Ich muss sagen, ich habe es ja vergessen gehabt, es tut mir auch leid. Ich habe dann mit manchen Leuten rumgeschrieben gehabt, dann hatten wir Probleme, die eine Map, die konnte mir die Person irgendwie nicht zuschicken. Und dann kam jetzt eine Weile nichts mehr von mir. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es lag auch einfach daran, weil der Druck der Öffentlichkeit nicht mehr so sehr auf mir lag. Einerseits darum, weil die zwei Türme, die ich euch heute zeigen will, sind tatsächlich von Teammitgliedern gebaut. Aus meinem Bauteam noch. Die wurden mir zwar auch eingesendet, damit ich ein bisschen größeres Repertoire habe, damit es nicht so passiert wie bei den Bauernhäusern, wo man da sagen muss, da haben natürlich dann auch bei den Türmen deutlich mehr Leute was eingesendet. Genau, und jo, bei den Türmen ist es eben jetzt noch von Teammitgliedern eingesendet. Ich habe übrigens nur den Turm zeigen sollen, ich sehe im Hintergrund eine Menge Stuff, also interessant, aber das ist ein alter Turm. Also es ist jemand aus meinem Team, der hat gesagt, er hat keine Zeit gehabt, einen neuen Turm zu bauen. Er hat seinen alten umgebaut. Das ist das gute Stück. Genau. Und ich mache es wie immer. Also ich sag's vorweg, ja, das sind jetzt beides Conquest-Türme. Das heißt, sind beide im Conquest-Deck. Und ich sage natürlich wieder, das ist meine Meinung. Wenn ihr Dinge anders seht, ihr wisst, ihr kennt die Chose eigentlich. Wenn ihr Dinge anders seht, lasst uns diskutieren, lasst uns drüber reden. Und ich möchte eigentlich nur sagen, und ich spreche hier auch nur von dem Standpunkt aus, was ich für ästhetisch halte. Was ich mal machen werde, ich werde die Renner das uns runternehmen. Einfach nur, damit wir den Turm im Fokus haben können. Ich möchte nicht von irgendeinem Background-Zeug abgelenkt werden. Wir gucken uns das gute Stück mal an. Es ist ein sehr simpler Turm. Es ist sogar eigentlich sogar fast wie eine kleine Burg. Ja, also man kann so einen großen Turm, wenn man doch ein bisschen breiter hätte oder so, kann man auch gerne sagen, das ist schon so eine kleine Turmburg. Ja, ja, also so einfache Ritter, die hatten oft tatsächlich so Türme so der Größe, ja. Vielleicht nicht so hoch, aber ja. Was natürlich bei dem Turm sehr schade ist, ist das Setting, ja, dass hier eine Flatmap steht, ist natürlich, naja, wie gesagt, schade, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, es stört jetzt nicht übermäßig, denn man muss auch sagen, das muss ja irgendwo auch gebaut werden und ich kann nicht von jedem erwarten, dass es an einem schönen Spot baut. Gut, was mir nur von Anfang an aufgefallen ist an diesem Turm, ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, er hat keinen Eingang. Er hat einen versteckten Eingang. Ich finde zumindest keinen. Und wenn wir hier mal reingucken, sehen wir auch irgendwie keinen Eingang. Außer, oh wow, guckt euch, wow. Okay, ich wollte ja eigentlich nicht ablenken. Oh, okay. Warum ist der... Hä? Na egal. Genau, wir gehen hier in den Turm und hier unten, hier geht's hin. Wir kommen also bis hier unten rein. Und hier fehlt der Ausgang. Also man müsste irgendwo hier rauskommen. Das wäre natürlich der größte Kritikpunkt an dem Turm bisher. Man kommt ja nicht raus. Ja, man kommt ja einfach nicht raus. Das ist natürlich blöd. Ja, egal. Genau. So, jetzt sind wir hier. Also, wir gucken uns hier drin einfach mal an. Ich kann mal Licht. Funktioniert das hier? Wenn ich Licht mal in die Hand nehme. Bisschen heller. Also, es ist einfach eingerichtet innen drin. Wir gehen einfach die Treppen nach und nach hoch. Wir haben hier drin. Das ist jetzt biomabhängig normalerweise. Das ist egal. Das wären bestimmt Wein gewesen. Was auch immer, das nicht funktioniert hier. Ich habe. Diesen Fässer, also es ist eigentlich ganz niedlich eingerichtet, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, soweit funktioniert das. Was ist denn das hier? Das ist ein Blumentopf. Warum sieht der Blumentopf so anders aus? Ich habe gerade noch. Oh, ich verstehe. Ich habe gerade noch die 1.14er Version vom Conquest Textbook drin und nicht die 1. Ich dachte gerade, hier geht es vielleicht raus. Und nicht die 1.12er Version von unserem Herbstsonderling, weil ich hier gerade noch 1.12. Obwohl ich in 1.12 bin, aber egal. Na gut, ist halt so. Genau, ist einfach, also die Innenrichtung ist jetzt nicht komplex, aber es sind halt einfach was drin, ja. Man hätte hier vielleicht auch mal ein paar Tischenstühle. Es ist mir ein bisschen viel Gerümpel, aber es ist was drin und wir wollen uns aber eigentlich auch gar nicht mit der Innenrichtung beschäftigen, fällt mir darauf. Wir können mal kurz hier nochmal durch die Stockwerke durchfliegen. Ja, hier oben ist ein bisschen gemütlicher mit einem kleinen Kamin, ja. Und hier oben, ja, hier oben sind dann langsam auch Betten drin, ja, aber es ist prinzipiell ganz nett. Was man definitiv machen kann, was mir gefällt, Moment, kriege ich das hin, wieder in den Game Mode, hier Dings zu wechseln, hallo? Komm ich wieder hier raus? Ah, jetzt, okay, ich hatte ja hier so gemacht, da sieht man das nicht, ob man im Dings-Modus ist. Ich drücke gerade alle Tasten, so. Gerade alles gedrückt, außer dass ich drücken wollte. Ich wollte F1 drücken und habe die ganze Zeit auf, naja. Genau, der Turm. Was ich sagen kann, ist, dass mir der Turm an manchen Stellen hier an den Seiten ein bisschen glatt ist. Ich mag die Mischung, ja, das heißt, man mit dem Granit und mit dem Kobbel kann man das gerne machen, aber man hätte hier auf jeden Fall noch die eine oder andere Treppe mal noch reinsetzen können. Auch das eine oder andere Fenster hätte gut getan. Was auch ganz gut aussieht, ist, es ist halt ein dicker Turm. Es ist halt ein realistischer Turm, er hat halt eine zwei dicke Mauer, was eigentlich sehr cool ist, weil wir haben irgendwo Fenster gehabt, ja, irgendwo hatten wir Fenster drin. Hier,
Genau, die sind jetzt in dem Fall ist es ausgeschabt worden. Man kann aber da ganz cool tatsächlich auch, gerade bei so Mauern, die im Zweitig sind, könnte man auch sagen, okay, macht hier irgendwie was rein und macht dann hier oben irgendwie eine Art, ich suche den Block, wo haben wir ihn? Da. Macht hier irgendwie, also beispielsweise steht jetzt hier mein Fenster drin. Oder machen hier oben das Fenster hin, damit es irgendwie auch Sinn ergibt. Ja, und dann habe ich irgendwie hier so einen kleinen Bogen drin. Echt so. Und macht dann, man kann natürlich, wenn man will, könnte man jetzt sagen, man macht hier noch Cobblewalls dran oder auch nicht. Ja, man kann auch einfach sagen, man macht das irgendwie recht klassisch und lässt es irgendwie so ein bisschen simpel. Ja, alles möglich. Dann hat man irgendwie hier so ein Ding und dann sieht es ein bisschen. Ja, man hat da einfach irgendwas drauf. Das muss aber nicht unbedingt zwangsläufig sein. Man könnte natürlich auch das ein bisschen niedriger machen, dann sieht es nicht so offen aus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne? Nur so vorweg. Man kann aber auch anstatt sowas natürlich auch wirklich einfach hier Schießscharten einbauen, ja. Das macht tatsächlich was aus, wenn ich jetzt die Wand eben nicht zwei Blöcke dick habe. Ich sage es jetzt nur für das Beispiel, weil sonst funktioniert es natürlich hier nicht. Wie gesagt, ich möchte nicht nur das Gebäude an sich kritisieren, ich möchte auch irgendwie Tipps geben fürs allgemeine Turmbauen. Machen so kleine Löcher irgendwie im Turm oder so Schießscharten, die machen was aus. Also wenn ich jetzt hier gucke, ich sehe als Beobachter sehe ich, okay, da ist irgendwas. Das reicht für mein Auge schon auf, um nicht so sehr davon abgelenkt zu sein, dass diese Wand eigentlich total glatt ist. Ja, das ist so. Aber ansonsten ist es ein solider Turm. Er ist halt simpel, ja, aber es muss nicht mehr kompliziert sein. Den Anbau, der ist süß, ja, stilistisch passt er gut zum anderen. Ich finde es süß, dass er hier vorne nochmal, also man hätte, also jeder normale Mensch, sag ich mal, oder jeder, ja, sag mal so, jeder ungeübte Mensch hätte einfach das Ding hier rumgebaut und hätte dann hier vorne einfach auch das Dach rumgebaut. Das hier nochmal ein Eckturm ist, finde ich sehr cool. Was mir nicht so sehr gefällt, ist, dass durch diesen Eckturm, der Eckturm hier ein bisschen untergeht, weil jetzt haben wir zwei Ecktürme. Der ist zwar dicker, das ist zwar schon der Hauptturm, aber sie sind gleich hoch. Ja, und man hätte, also ich hätte wahrscheinlich den Turm abgesenkt, den hier, und hätte den hier irgendwo hier raushängend gemacht, vielleicht. Ja, irgendwie eher sowas hier in die Ecke. Oder von mir aus massiv gebaut, aber runtergesetzt, dass eben das Hauptdach höher ist als der Rest. Das hier wirklich nur ein Nebenturm ist und dass der Turm noch einen. Also quasi Hauptturm, Nebenturm, Nebenturm. Ja, ihr versteht, denke ich, was ich meine. Dass das ein bisschen strukturiert ist. So ist leider so. Also wenn ich drauf gucke, ist es halt fast alles auf einer Höhe. Das ist von der Silhouette, die das Gebäude gibt. Wenn ich das jetzt mal schwarz ausmalen würde, ist die Silhouette nicht so schön. Aber man muss dazu sagen, das muss nicht mehr sein. Also so ein Turm kann auch ruhig mal ein bisschen. Also das ist nicht schlimm, das ist tatsächlich einfach nur so, es wäre wahrscheinlich, ich kann es auch nicht mit Gewissheit sagen, ich kann vielleicht, wenn ich es ausprobieren würde, würde ich dann sagen, okay, sieht nicht großartig besser aus, aber prinzipiell würde ich es jetzt mal behaupten. Und wir haben halt den Punkt, dass man einfach sagen kann, okay, das Hauptdach ein bisschen spitzer, ja, das fängt ja auch ein bisschen flach an, das hätte man ruhig hier irgendwie noch einen Block noch draufsetzen können, das wäre noch gegangen, denke ich. Und genau, dann hätte man das ein bisschen anders gehabt. Und vielleicht wäre dann die Silhouette ein bisschen schöner gewesen, also die Form von dem ganzen Ding. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ein Turm einfach mal so ist, denn es ist auch irgendwo authentisch, dass nicht alles immer hundertprozentig stimmt, ja. Gerade im Mittelalter ist es tatsächlich so, dass man immer darauf achten muss, dass Dinge nicht zu perfekt werden. Wenn Dinge zu perfekt sind, dann wirken sie irgendwie verdächtig. Das ist dann schon, das ist tatsächlich so. Aber die Wand hier beispielsweise ist zu perfekt gefühlt. Die müsste ein bisschen, also natürlich ist es gut, dass es schon mal so ein bisschen rauer ist und dreckiger ist. Aber naja. Ich kenne übrigens viele Leute, die sagen, sie randomisieren nicht so gerne, weil es für sie so eine Art Alterungsprozess beschreibt. Ja, also sie randomisieren Dinge, weil sie sagen, okay, das ist alt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, bei Burgen gibt es sehr viel Sinn zu randomisieren. Man kann natürlich dann auch vielleicht ein bisschen kontrollierter randomisieren, aber prinzipiell hat man bei Burgen, ist man rumgelaufen, hat alle Steine gesammelt und abgebaut, die man gefunden hat. Und deshalb war so ein Mauerwerk, es sei denn, es war tatsächlich so gemacht worden, aber oftmals waren die dann auch nur bestrichen oder verputzt oder wie auch immer, ist ein Mauerwerk auch von Häusern prinzipiell nie einheitlich gewesen. Das heißt, man hatte irgendwie unten gesehen, okay, da haben sie die Sterne gehabt, dann irgendwie oben drüber die. Das sieht aber in Minecraft nicht so geil aus, dann ist es sehr fleckig. Deswegen sprenkelt es quasi ein bisschen. Das sieht, klar, wenn ich jetzt hier so davor stehe, so, sieht es jetzt nicht so cool aus, aber so, wenn ich halt ein bisschen weiter weggehe, also schon hier, das ist so die normalerweise die Betrachtungsweise einer Burg, dann sieht es eben sehr, sehr authentisch aus, weil die Burg oder der Turm eben nicht eine Farbe hat. Oder das Steingebäude, da haben wir jetzt ganz allgemein halt. Ne? Gut, ansonsten weiß ich nicht, ich hätte glaube ich noch ein bisschen was hier oben an dem Schwarzeichenrand gemacht. Der ist mir ein bisschen, also ich hätte mir vielleicht ein bisschen Fichte rein machen können. Das weiß ich jetzt nicht, das hätte vielleicht ein bisschen was, aber das ist meckern auf sehr hohem Niveau. Ansonsten ist es ein wunderschöner Turm, kann man eigentlich sich tatsächlich nicht beschweren.
Ja? Gut, gucken wir aber einen wunderschönen Turm. Wir gucken uns gleich einen Turm an, der natürlich ja, vom Handwerk her vielleicht ein bisschen besser ist, aber vor allem ästhetischer ist. Ja, das ist Schönheit, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, und es gibt natürlich immer einen Unterschied zwischen Dingen, die wirklich schön sind, und Dingen, die einfach für das, was sie sein sollen, schön sind. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Der nächste Turm, den wir uns angucken, wurde auch wieder von einem Bounty-Mitglied gebaut, und ich habe bereits gesagt, dass er wesentlich ästhetischer erscheint als eine andere, einfach weil er sehr besonders ist. Ja, hat eine besondere Farbe, natürlich ist hier noch das kleine Nebengebäude dran, das auch eine Menge ausmacht. Wir wollen uns aber eigentlich auf den Turm fokussieren. So muss gesagt sein, dass der Turm tatsächlich jetzt nicht explizit für diesen Contest hier gebaut worden ist, sondern wurde einfach gebaut, und dann dann habe ich halt gesagt, hier, der Turm sieht gut aus, den werde ich wahrscheinlich auch zeigen. Das mache ich jetzt hier auch. Vorweg, der Turm gefällt mir von der Breite nicht so gut, dafür von vorne, von hinten. Der ist aber auch nicht gemacht, um von der Breite zu sehen, weil hier ein Gebäude dran, das müsste man sich quasi auf der anderen Seite auch vorstellen. Also fangen wir mal an. Der Turm ist deshalb so besonders, weil er auf jeden Fall eine sehr interessante Farbgebung hat. Ja, wir haben hier Grau und Orange. Das sind so Farben, die sieht man sehr selten in Kombination. Und wir haben hier unten noch Braun, ja, und oben dann auch wieder Braun. Das sind so die drei Farben. Und Gelb. Aber was wir uns heute angucken wollen, ist ein Prinzip und ein Muster, das man immer wieder sieht, wie es versucht wird zu bauen und was hier tatsächlich sehr gut gelungen ist. Ihr werdet das erkennen, wenn ich jetzt sage, ihr wolltet bestimmt, also ich gehe davon aus, du wolltest bestimmt schon mal so etwas bauen. Du wolltest irgendwie sowas machen und wolltest dann hier eine Mauer davor setzen. Ja, und dann sollte dann und dann so, und auf der anderen Seite wollt ihr das gleiche machen, dass hier diese so ein Rand eben an dem Turm steht. Und das ist tatsächlich bei diesem Turm gemacht worden, aber nicht so, wie ihr es machen wollt. Denn wenn man sich tatsächlich auch bei vielen historischen Gebäuden diese Ränder anschaut, sind die tatsächlich auch sehr nicht so kontinuierlich, wie man denkt. Und das muss man hier in Minecraft auch machen. Was man machen muss, ist, dass diese Linie miteinander verschwimmen. Das heißt, wir haben links zwei Blöcke von dem Rot. Und in der Mitte halt eben das Grau. Ja, das Grau sitzt eben hier, ja. Also ich markiere es mal hier nochmal. Also hier. Und hier sitzt das Grau, logischerweise. Und hier wieder Gelb. So. Und jetzt ist der Punkt der, dass wir, oder dass hier versucht worden ist und auch gelungen worden ist, wie man sieht, dass diese Linien hier, diese beiden, ein bisschen miteinander vermischt werden. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Gelb mit drin und hier so ein bisschen Blau. Ja. Beziehungsweise mehr Blau in das Gelb, das eben reinfließt. Und das ist natürlich jetzt nur auf einer Linie und es passiert immer mal wieder. Das heißt, wenn ihr euch das anguckt, sehen wir, hier sind jetzt zwei, da ist also zwei, ich sag jetzt mal zweimal Rot, einmal Grau, einmal Rot, einmal Grau, zweimal Rot, dann ein ganz kleines bisschen Grau, das auch schon was ausmacht, dann wieder zweimal Rot, dann wieder zweimal Grau, einmal Rot, einmal Grau, zweimal Rot, ein bisschen Grau, einmal Rot, einmal Grau, etc. Ihr versteht das Prinzip. Es ist also nicht gleichmäßig. Es ist so ein bisschen vermischt und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Und der Turm wirkt nicht so kantig. Ja, ihr seht, wenn ihr den Turm anguckt, er wirkt, also irgendwie wirkt er auch ein bisschen, als wäre er sehr, also er sieht, wenn man von ihm steht und guckt, so hoch wird er, also sehr lang. Ja, das ist ein sehr cooler optischer Effekt, der hier entsteht. Ich erkläre auch gleich warum. Ihr könnt es wahrscheinlich schon denken, aber ich erkläre es trotzdem für die, die es sich nicht denken können. Wer hat es gedacht? Ha, dieses, ja, das ganze Denken macht mich wahnsinnig. Genau, aber er wirkt auch allgemein nicht so kantig. Auch von der Seite wirkt er jetzt nicht so, als wäre das jetzt so schlimm, diese Kanten. Liegt vor allem daran, man sieht, der Turm hat Stufen. Der Turm hat Stufen und das sieht man vor allem von der Breite. Das ist von vorne, von hinten sehr cool. Von der Breite wird es dem Turm natürlich meiner Meinung nach zum Verhängnis, weil er unten sehr breit wird und man sieht es ihm an, dass er so ein bisschen klumpig wird. Und hier sind diese roten Ränder eben zu breit. Aber von den anderen Seiten ist es sehr cool, weil einerseits haben wir durch diese Stufen den Effekt, der Turm wirkt größer, als er eigentlich ist. Er wirkt größer, weil er nach hinten geht. Und somit haben wir eine längere Strecke, die wir da hochgucken müssen, ja? Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Zweitens ist es so, dass durch diese einzelnen Ebenen, die wir jedes Mal hier nach hinten machen, ja, dass das ein bisschen Abwechslung schafft in der Struktur, ja? Vorhin bei der anderen habe ich gesagt, die Wand ist zu glatt. Das ist hier auch nicht der Fall wegen diesen Strukturen. Da muss man dazu sagen, der Turm hat hier, diese Abstufungen sind nicht gleichmäßig. Das will ich euch allgemein mal zeigen. Die sind nirgends gleichmäßig, ja? Wir haben hier noch ein Block, also drüben, ja, also das hört hier einen halben Block früher auf, ja, es hört einen halben Block früher auf und hier oben ist hier was hier drüben nicht ist und hier sieht man es ganz gut, das ist zwei Blöcke höher als das andere, ja, das ist auch nicht gleichmäßig, also so ein bisschen, es ist tatsächlich so ein bisschen rau und unbeschliffen, also wie so ein Diamant, der noch roh ist, aber man muss dazu sagen, es ist die perfekte Mischung aus
aus, man hat eine Struktur, die tatsächlich, wenn ich hier stehe, klar erkennbar ist. Ich sehe, wo was ist. Ich sehe die Fenster, ich sehe die Ränder, ich sehe die Einebnungen für die Fenster, ich sehe die Bögen, ich sehe oben die Uhr, ich sehe alles, was ich brauche. Wenn man das aber sich dann genau betrachtet, sieht man, dass diese Strukturen eben gar nicht so klar sind. Das sorgt, in der Nähe ist es eigentlich mir egal, also mich stört es jetzt, wenn ich hier gucke, nicht wirklich. Und von der Entfernung sorgt es eben auch dafür, dass es eben nicht so platt und langweilig aussieht und plastisch aussieht. Ja, natürlich ist das Texture Pack auch sehr hilfreich, aber das würde auch im Default mit den entsprechenden Materialien, natürlich jetzt hier keinen roten Sandstein, im Default ist ja natürlich grausam, aber würde im Default mit den entsprechenden Materialien auch so wirken. Prinzipiell, wenn ihr Gebäude seht und ihr denkt, das Texture Pack macht alles für die, das ist falsch. Natürlich macht ein Texture Pack vieles aus an einem Gebäude, aber eine Struktur, also selbst wenn ich jetzt hier mit einem futuristischen Texture Pack mir Gebäude angucken würde, könnte ich euch mit garantiertheit sagen, dass es ein gutes Gebäude oder nicht. Einfach nur, weil man es an der Struktur des Gebäudes erkennt. Ja, die Struktur macht mehr aus als die Farben. Prinzipiell. Na gut. Oben, das brauche ich eigentlich gar nicht so viel erwähnen, das sind kleine süße Türme. Übrigens sehr cool sind hier diese vier Cobbleballs. Ja, in dem Fall sind es halt diese Ziegelballs, die sind Blöcke, die haben halt nur wir, die habt ihr leider nicht. Beziehungsweise in der neuen Version habt ihr die schon, also es ist tatsächlich wieder fair. Genau. Mit diesen Walls, das gibt einen sehr coolen Effekt, weil die Türme aussehen, also Fenster haben aber gar keine. Ja, das Dach ist sehr schön, das Dach ist eine sehr schöne Form, hat diese Doppelspitze und ich rede hier gerade von keiner Partei, sondern ich rede tatsächlich von einem Turm mit diesen zwei Spitzen. Das ist auch etwas, was sehr authentisch aussieht, denn solche Dächer würde, sagen wir mal so, die bauen keine. Also ich sag mal so, das bauen natürlich Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, einfach nur, weil sie nicht Mainstream sind. Ja, die meisten können ein Spitzdach bauen oder irgendwie so ähnliches, aber halt nicht sowas. Ja, das machen die Leute eben nicht. Ja, auf jeden Fall, die Dächer hier, die sind für 3x3 Türme das Beste, was man draus holen kann. Das ist so. Und, jo. Das in der Richtung brauchen wir gar nicht reden. Hier ist eine Glocke. Gut. Aber da brauchen wir trotzdem nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch leer. Genau. Gut. Ich glaube, das wären so die wichtigen Dinge, die ich zu den Türmen zu sagen habe. Außer, wie gesagt, die Breite gefällt mir nicht. Ist noch mit am besten gelöst mit den Bögen natürlich. Das ist alles schön und gut. Aber die Breite ist natürlich an und für sich, jo, hier müssten halt Gebäude nebendran. Ja, wurde jetzt halt so gemacht. Ansonsten ist auch hier sehr schön, dass man hier diese Einkerbung hat. Wir haben hier eine Einkerbung und hier ist das gleiche gemacht worden, was wir hier vorne haben mit dem Vermischen, nur dass die Wand hier tatsächlich einen Block hinten dran sitzt. Ja, das ist tatsächlich das gleiche Prinzip, ja, dass es diesen Effekt ergibt. Ne? Jo. So, dann wäre es aber gewesen, wie gesagt, das waren noch die letzten zwei Türme, die gefehlt haben und als nächstes können die Schmieden dran. Ich sag nochmal zu den Schmieden, ihr könnt natürlich alles Mögliche bauen. Und einige haben schon angefangen. Ich habe sogar schon eine Schmiede eingeschickt bekommen. Ihr habt aber noch ein bisschen Zeit. Hetzt euch nicht. Ich werde im Community-Tab nochmal schreiben. Und wenn ich im Community-Tab nochmal was schreibe, dann habt ihr mindestens nochmal 2 Wochen Zeit. Mindestens. Und deswegen hetzt euch damit nicht so sehr. Wenn ihr sie natürlich fertig habt, könnt ihr sie mir gerne schicken. Schreibt aber in den Betreff am besten irgendwie Schmiede und dann euren Namen. Das würde mir schon reichen. Schmiede, Bindestrich, euren Namen. Das wäre perfekt, dann ist es sehr kurz, knapp und genau, das wäre für mich einfach am einfachsten, ne? Versteht ihr? Hoffentlich auch, das ist für mich zuvor so sortieren, super, dann weiß ich sofort, wo was hingehört. Genau, übrigens, ich habe manchen übrigens keine Rückmeldung geschrieben, wenn ich irgendwas eingeschickt bekomme, das werde ich jetzt auch machen, ich habe es oft einfach stillschweigend entgegengenommen, ich werde euch natürlich jetzt in Zukunft auch schreiben, hier, Leute, ich habe meine Map oder ich habe eure Map bekommen oder auch nicht, ja, gut, genau. Dann hoffe ich auf jeden Fall, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Aktiviert die Glocke vor allem, dass ihr mitkriegt, wenn ich was im Community-Tab schreibe. Jo, ansonsten wünsche ich euch, wie bereits gesagt, einen wunderschönen Tag. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sag tschüss, bis dahin und ciao.